So, meine Damen und Herren, jetzt geht es natürlich weiter. Der Herr Cardano hat dann diese Lösungsformel vom Herrn Del Ferro eigentlich veröffentlicht. Die gebe ich Ihnen einfach an. Und wie gesagt, die ging in die Geschichte ein als die Cardanoische Lösungsformel. Also für diese kubische Gleichung in dieser Form, und Sie sehen hier, erkennen Sie wieder diese reduzierte Form, ja? X hoch 3 plus mx ist gleich n. Der hat sich nicht damit begnügt, Del Ferro, der hat sich nicht damit begnügt, eine geometrische Lösung anzugeben, sondern der wollte eine rechnerische Lösung und hat dann diese Formel gefunden. Geschichte, den Krimi habe ich Ihnen schon erzählt, die sieht so aus. Wir machen die hier ohne Beweis, aber wenn Sie heute Abend dann aufs Netz schauen, dann werden Sie da eine Ergänzung zu diesem Teil finden, wo der Beweis, also Sie wissen ja als Video, wo der Beweis dieser Formel praktisch gemacht wird. Können Sie mal reinschauen, ja, in meinem Kanal. Wenn Sie sich für diese Formel weiter interessieren und da mal schauen in der Literatur bzw. einfach auch mal im Netz, dann werden Sie verschiedene äquivalente Versionen dieser Formel finden. Ja? Da können Sie dann in der kommenden Woche was machen in den Übungen. Ja. Was uns hier jetzt bleibt und was wir auch machen werden, ist, wir werden diese Formel mal konkret anwenden in einem Beispiel. Und zwar, ja, wir führen unser Beispiel fort, was wir vorhin in die, sozusagen die, wo wir die reduzierte Form berechnet haben. Ja, genau diese reduzierte Form, diese Gleichung nehmen wir und versuchen mal die Cardanoische Lösungsformel darauf anzuwenden. Also eine rechnerisch diese eine Lösung hier zu bestimmen. Nichts einfacher als das. Wir wissen ja, das, was vor dem x steht, also der Koeffizient des linearen Terms, ist das m. Und hier, was der konstante Term auf der rechten Seite, das ist das n. Ja? Da steht es ja auch. Und dann bleibt uns das nur noch einzusetzen in die Formel.
Gut. Also, da sehen Sie erstmal den Ausdruck hier, dritte Wurzel. Schreiben wir diese dritte Wurzel gleich hin. Schauen, was unter der Wurzel steht. N halbe können wir ausrechnen, das ist 10. Plus, und jetzt kommt die Quadratwurzel. Aus N halbe zum Quadrat, 10 zum Quadrat ist 100. Plus M Drittel, also M Drittel ist 2 hoch 3, gibt 8. Ja, da haben wir den ersten Ausdruck schon mal erledigt. Ja. Jetzt kommt der zweite, da haben wir wieder so eine dritte Wurzel, die schreiben wir hin. Also da steht ja fast das gleiche drin, bis auf ein Minuszeichen. Das heißt, wir haben hier 10 minus und dann haben wir die Quadratwurzel, brauchen wir nicht schreiben, aus 100 plus 8, also 108. Das sieht richtig schwierig aus. Und hier kommen Sie auch in der Tat, hier kommen wir in der Tat auch ohne Taschenrechner nicht weiter. Ja? Die hatten damals das nicht zur Verfügung. Rechnen Sie das mal aus mit dem Taschenrechner. Ich schiebe das so mal ein bisschen runter. So, okay. Haben Sie es schon ausgerechnet? Ich schreibe mal den nächsten Schritt rein. Das erste wird natürlich sein, Sie ziehen die Wurzel im Taschenrechner aus 108. Ja? Klar, das gibt ein bisschen was über 10. Ja? Und in der Tat gibt es 10, hat es jemand ausgerechnet? Genau, 10,392305, ich habe es getan. Das heißt, hier steht so etwas wie die dritte Wurzel aus 20,3923. Lassen Sie das gut sein, 0,5. Ja? Und dann steht hier noch die dritte Wurzel aus 10 minus 10,392305. Ja? Und das heißt, Sie kriegen hier was Negatives unter der Wurzel. Das macht aber nichts, wir haben ja die dritte Wurzel, das ist ja perfekt. Also, wenn Sie das ausrechnen, haben Sie minus 0,3923 irgendwie 0,5. Na, nee, nicht ganz. Was anderes. Ich habe es woanders noch ausgerechnet. Ja. So, wenn Sie jetzt hier die dritten Wurzeln, doch, das müsste so ungefähr, es kommt hin. Wenn Sie die dritten Wurzeln ausrechnen, was kriegen Sie da raus? Auf wundersame Weise kriegen Sie hier wirklich einen ganzzahligen Wert raus. Das ist 2. Ja, können Sie nachrechnen. Also, eine Lösung von dieser Gleichung Lösung. Das heißt nicht, dass es die einzige Lösung ist. Da steht ja nicht in der Formel, in der Cardanoschen Lösungsformel, wenn Sie sich das nochmal anschauen. Da steht nicht, hat als genau eine Lösung, sondern da steht nur eine Lösung. Sie wissen, die Mathematiker stehen das Wort eine immer in mindestens eine Lösung und das ist eine Lösung. Ja. In der Tat könnten Sie jetzt noch weitere Lösungen bestimmen, nämlich wie? Können Sie das machen? In moderner Sprache durch Polynomdivision, ja? Sie nehmen
diese kubische Gleichung hier in der Form. Und dividieren, Sie haben x gleich 2 ist eine Lösung, x1 gleich 2 ist eine Lösung, dividieren durch diesen Ausdruck x minus 2. Also Polynomdivision. Dann kriegen Sie hier was raus, was vom höchsten Grad, naja, wenn Sie hier durch x dividieren, dann kriegen Sie ein Quadrat, hier was Quadratisches raus. Eine quadratische Gleichung wird hier rauskommen. Oder ein quadratischer Term. Ja? Wenn Sie den sozusagen 0 setzen, dann haben Sie eine quadratische Gleichung. Die können Sie mit der Lösungsformel, Mitternachtsformel, können Sie die lösen. Ja? Oder auch nicht, je nachdem, ob die Diskriminante natürlich kleiner, gleich 0, größer 0 ist, kriegen Sie eventuell auch keine Lösung, eine Lösung oder zwei Lösungen. Nochmal. Ja? So geht es. So würde es gehen. Können Sie mal nachrechnen. Ja? Das ist nicht so schwierig, was da rauskommt. Haben Sie Fragen zu dieser Anwendung? Nochmal, wir nehmen das hier in der Veranstaltung ohne Beweis. Wenn Sie sich für den Beweis dieser Formel von Cardano interessieren, schauen Sie sich das kleine Video an. So, jetzt könnte man natürlich denken, ist das hier alles schon zu Ende jetzt? Also, ist das hier das Ende? Ja, das war erstmal Ende, weil Sie werden feststellen, wenn Sie bei unserem Beispiel wirklich die Polynomdivision ausführen, dann kriegen Sie eine quadratische Gleichung, erhalten Sie eine quadratische Gleichung, wo die Diskriminante kleiner 0 ist. Das heißt, Sie kriegen als theoretische Lösung x2 gleich minus 1 plus 3 mal Wurzel aus minus 1 raus, beziehungsweise x3 gleich minus 1 minus 3 mal Wurzel aus minus 1. So, und das war natürlich für den Herrn Cardano irgendwie sinnlos. Der hat es vielleicht mal hingeschrieben, aber hat damit nicht irgendwie weiter gerechnet. Das war sinnlos. Wurzel aus minus 1, was soll das sein? Cardano hat es einfach verworfen und nicht weiter betrachtet. Das sind 30 Jahre ins Land gezogen. Und dann kam ein anderer Herr, nämlich der Herr Bombelli. Den haben wir hier. Ich mache den mal groß. Und wenn Sie sich den Herrn Bombelli anschauen, ich schreibe den gerade mal den Namen auf. Also der hat etwas später gelebt, auch im 16. Jahrhundert. Über den ist relativ wenig bekannt. Ja? Nur das ist bekannt. Erstens, man hat ein Bild von ihm. Wenn Sie sich den anschauen, der sieht richtig wild aus. Und in der Tat hatte der auch einen relativ wilden Gedanken. Und das ist ja der 5. Abschnitt im 1. Kapitel, 5. und letzte Abschnitt. Bombellis wilder Gedanke. Der hat als erster mit diesen komischen Ausdrücken, ja, mit diesen nicht gewöhnlichen Ausdrücken wie Wurzel aus minus 1 gerechnet. Ja. Was hat er betrachtet? Eine ganz spezielle Gleichung, kubische Gleichung, auch wieder in dieser vereinfachten Form.
Das heißt, schreiben wir es in der Form, wie es in die Cardano-Formel eingeht. Dann können wir sofort wieder das M und das N bestimmen. Das heißt, das können wir entsprechend in die Cardano-Formel einsetzen. Das hat er getan. Aber er hat sofort, als er diese Gleichung betrachtet hat, noch was gesehen. Sie müssen sich vorstellen, die waren damals natürlich auch, ja, die haben gerechnet, 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 die haben solche Gleichungen angeschaut und haben dann sich überlegt, was könnte da eine Lösung sein? Und der Herr Bombelli hat gesehen, der hat geraten, dass 4 eine Lösung ist. Das können wir auch machen. Wir können erraten, wenn Sie 4 einsetzen für x, dann steht auf der einen Seite hier 4 hoch 3 ist gleich 4 mal 15, also 15 mal 4 plus 4. Ja? 4 hoch 3 ist 64, also 4 mal 4 ist 16, mal 4 ist 64. Und hier auf der anderen Seite steht 60 plus 4. Also okay, wir haben hier eine Lösung. So, meine Damen und Herren, es wird uns jetzt nicht mehr reichen, hier den Ansatz von Cardano, von Bombelli nochmal, da haben wir jetzt nicht die Zeit, werden wir das nächste Mal machen. Aber setzen Sie mal zur Übung das m minus 15 und n gleich 4 in die Cardano-Formel ein und dann betrachten Sie mal, was unter den Quadratwurzeln steht, die unter der dritten Wurzel steht. Ja? Und da werden Sie bemerken, warum auch in diesem Fall der Herr Cardano nicht weitergerechnet hätte. Ja? Aber denken Sie dran, wir haben eine Lösung. Und dann werden wir den Ansatz von Bombelli das nächste Mal besprechen. Ich habe Ihnen noch ein paar Übungen zusammengestellt, habe ich Ihnen ja schon gesagt. Die Übung 6 und 7 können Sie machen. Bis zum nächsten Mal. Und dann freue ich mich wieder auf Sie nächste Woche zur selben Zeit. Bis dahin.